Eine Veranstaltung der besonderen Art gab es in Bruck an der Leitha. Ein Akkuschrauberrennen. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein Rennen von Fahrzeugen aller Art, die nur von zwei Akkuschraubern angetrieben werden. Akkuschrauberrennen geht es darum, dass Fahrzeuge, die von zwei handelsüblichen Akkuschraubern angetrieben werden und auf denen eine Person fahren kann, gegeneinander antreten. Bei diesem Rennen geht es um Geschwindigkeit sowie um Originalität, Design und Kreativität. Das ist eine gemeinsame Idee des Energieparks, in dem Fall Magister Norbert Kohler und der Gemeinde. Eigentlich durch mich damals bei einer Plauderei ist es entstanden, weil wir auch damals probieren wollten, was denn zwei Akkuschrauber montiert auf einem zweirädrigen oder vierrädrigen Fahrzeug alles können. Und inzwischen wissen wir es, welche beachtlichen Leistungen hier möglich sind. Unglaublich, welche Potenz in so einem Akkuschrauber steckt. Wir werden es dann sehen. Und vor allem, die Akkuschrauber sind nicht das erste Mal in Verwendung. Da sind manche wirklich schon 7 Mal in Verwendung. Also auch von der Ausdauer her beachtlich.